Yacht number one, representing Sweden. Aus Schweden. Jesper Tovers. Yacht two, representing Italy. Aus Italien. Michele Benedetti. Herzlich willkommen zum nächsten Finale bei der Europameisterschaft hier in Berlin. Im Wasserspringen. Wir dürfen uns auf eine der hochklassigen Varianten in Sachen Finals hier freuen. Das Kunstspringen vom 3-Meter-Brett. Hochkarätig auch deshalb, weil wir ganz am Ende dann auch hier den Olympiasieger von London sehen werden, der den Vorkampf am Mittag für sich entscheiden konnte. Dass er dabei ist, vor allem so relativ spät. Andrzej Heszczak aus Polen, das ist eine kleine Überraschung. Mathieu Rosset, der beste Franzose. Ilya Kwasza, überraschend ja nicht von 1 Meter gestartet, hatte sich hierauf konzentriert, mit Verletzungen zuletzt zu kämpfen gehabt, deswegen diese nicht ganz so üppigen Starts. Dann Jewgeni Kuznetsov und dann sehen wir gleich den ersten Deutschen, der hat schon mal kurz in die Kamera geblinzelt. Freuen uns sehr, der erste Auftritt von Stefan Feck. Eine ganz souveräne Leistung heute Morgen, heute Mittag im Vorkampf. Und da sind sie wieder, die Brigade Hausting, ganz links der Papa. Aber dazwischen hat sich noch Jack Laffer geschoben. Ganz großes Talent im Kunstspringen aus Großbritannien. Und da ist er, der doppelte Europameister, jetzt schon von Berlin. Patrick Hausting, zweimal Gold, gestern und vorgestern. Und zu wem die halten, ist unschwer zu erkennen. Und das ist der große Favorit auf Gold, Ilya Sacharow aus Russland. Er gemeinsam mit seinem Kollegen aus Russland, Jewgeni Kuznetsov, mit dem schwierigsten Programm der gesamten Konkurrenz, wenngleich Patrick Hausting im Vergleich zum Vorkampf nochmal draufgesattelt hat. Das wird dann der letzte Sprung sein, seine Top-Schwierigkeit ganz am Ende. Ildiko Kemmelen wird die Schiedsrichterin sein hier bei diesem Wettkampf, die ehemalige erfolgreiche ungarische Wasserspringerin und hier die 7-Punkt-Richter. Für all die, die nicht ganz so firm sind mit dem Wasserspringen, nochmal kurz die Erklärung. 7 Wertungsrichter können also von 0 bis 10 einen Sprung bewerten, von 0 wie völlig misslungen bis 10 absolut perfekt. Die zwei höchsten und zwei niedrigsten Wertungen werden herausgestrichen. Demzufolge, wenn hier ein Punktrichter immer ganz drüber liegt oder ganz drunter, bringt das gar nichts. Erst die Ausgeglichenheit kommt dann für die Gesamtnote in Frage. Also von den 7 werden insgesamt 4 weggestrichen, 3 bleiben übrig. Die werden addiert. Im besten Fall ergibt das also 3 mal die 10, wären 30 Punkte. Und das Ganze wird dann multipliziert mit dem Schwierigkeitsgrad. Das höchste, was wir heute hier erleben werden, sind Sprünge mit einem Schwierigkeitsgrad von 3,9. Übrigens auch der, den dann Patrick Hausting ganz zum Schluss zeigen wird, einen 2,5-fachen Vorwärtssalto. Das ist schon ganz okay. Und dann werden nochmal 3 Schrauben eingebaut. Da unten sehen wir seinen Trainer mit der dunklen Brille, jetzt am rechten Bildrand, Jan Kretschmer, daneben Uwe Fischer, der Stefan Feck aus Leipzig betreut. Startet mit einem 3,5-fachen Vorwärtssalto in der gehechteten Variante. Sie haben vielleicht eben gerade die Ausführung links oben gesehen, schönes Diver-Tattoo da auf dem Rücken des Schweden. Alle 5 Sprunggruppen müssen von den Athleten einmal ausgewählt werden. Dazu darf man dann einen Sprung noch frei wählen. Die meisten entscheiden sich dann für einen schwierigen Schraubensprung. Er startet mit einem soliden 3,5 Salto vorwärts gehechtet. Das ist, wenn man denn nicht den 4,5-fachen Vorwärtssalto wählt, der einfachste im gesamten Programm dieser Finalisten.
Zumindest gefühlt. Die Schwierigkeit hier 3,1 beim zweieinhalbfachen Rückwärts- oder Obersalto sind es dann auch nur 3,0. Der erste, der Italiener, Michele Benedetti, 30 Jahre alt. Schon lange im Geschäft. Die ganz großen Erfolge liegen schon ein paar Jahre zurück. 2,5 Delfinsalto, auch sehr solide, wenngleich das ein sehr leichter Sprung ist mit 3,0. Die Top-Leute springen den alle 3,5. Aber schöner Abdruck, schöne enge Hechte, die Beine komplett durchgestreckt, genügend Zeit, sich aufs Eintauchen vorzubereiten, Wertungen um die 8. Er gibt für ihn 72 Punkte und im Augenblick Rang 1. Der nächste, der Italiener, gar nicht drauf. Giovanni Tocci, der hier schon bei der Konkurrenz vom 1-Meter-Brett ordentlich für Furore gesorgt hat. Sechster geworden ist. Junger Mann, 20 Jahre alt, da fehlen hin und wieder noch die ganz großen Schwierigkeiten, aber auf ihn setzen sie im italienischen Wasserspringen. Ein Mann, der das hier eindrucksvoll beweist. Das war ein blitzsauberer 3,5 Salto vorwärts. Bekommt hier 1,7, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Der Sprung war perfekt. 8,5 und nicht ganz spritzerlos, deswegen lassen sich die Kampfrichter natürlich noch ein kleines bisschen Luft nach oben. Aber eben diese 7,5 von Frau Piktorinine aus Litauen wird dann eben auch herausgestrichen. Oleg Kolody. Weg ins Finale, auch vom 1-Meter-Brett geschafft. Vorgestern der Wettbewerb, ich hatte es bereits angedeutet. Die Konkurrenz, die Patrick Hausding für sich entscheiden konnte. 3,5 Delfin, der ist Pflicht, wenn man in irgendeiner Art und Weise davon konkurrenzfähig sein will. Sprung kippt ein bisschen hinüber beim Eintauchen. Entsprechend nur Wertungen um die 6,5-7. Purzelt so ein bisschen ins Wasser hinein, der Rücken ein bisschen krumm. Und das ist eine kleine Überraschung. Was uns natürlich freut für den 22-jährigen Andrzej Reschutak. Ein sehr leichtes Programm, was er hat. Schwierigste der 3,5 Auerbach-Salto. Mag diese Delfinsprünge sehr. Das ist dann auch seine zweite Variante. Springt zwei Delfin, einmal den 2,5 Delfin gehechtet und später auch noch im Programm der 3,5 Delfin. Eher ungewöhnlich, weil eben dieser Sprung hier mit 3,0 einfach zu wenig Multiplikationsfaktor einbringt bei der Schwierigkeit. Deswegen verzichten die meisten drauf. Hängt in dem Fall aber nur daran, dass zum Beispiel eine schwere Schraube eher noch nicht draufpacken kann. So, jetzt wird's bunt. Nicht nur gestochen, sondern auch geklebt. Mathieu Rosset, der 24-Jährige aus Lyon,
am ersten Tag hier bei der EM noch ziemlich gefrustet. Da sind sie am letzten Durchgang im Teamwettbewerb noch von Deutschland abgefangen worden. Sascha Klein und Tina Ponzel holten Bronze, Frankreich nur mit Platz 4, aber vorgestern hat er dann beim 1-Meter-Brett Bronze geholt. Ist jetzt schon versöhnt mit dieser Europameisterschaft. Jetzt will er natürlich hier bei der 3-Meter-Konkurrenz, die ja eine olympische Höhe ist, angreifen. Und es war ein toller 2,5 Salto rückwärts mit 1,5 Schrauben. Das ist schon mal eine hohe Schwierigkeit. Und wenn er da mit einer 8,5 rausgeht wie hier, dann gibt es gleich mal ordentlich Punkte. 85 genau für Mathieu Rosset geht im Augenblick in Führung. Ilja Kwascha. Hatte heute Mittag im Vorkampf große Probleme mit 2 Sprüngen, sich dennoch dann ins Finale gekämpft. Startet mit dem 3,5 Delfin. Blitzsauber. Auch da hat es schon ein bisschen gewackelt heute Mittag. Wertungen da nur um die 7, 7,5. Jetzt gibt es hier 3x8, die in die Wertung gehen. 81 Punkte. Das ist standesgemäß für den erfahrenen Ukrainer, der ja lange Zeit ein Abonnement vor allem bei 1 Meter auf den Europameistertitel hatte. Die Konkurrenz vom 1 Meter Brett hat er diesmal ausgelassen. Immerhin aber Silber gewonnen. Letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft. Und Gold eben, ich hatte es angedeutet, im vergangenen Jahr in Rostock von 1 Meter. So, jetzt geht's weiter mit dem ersten Russen. Jewgeni Kuznetsov, 22, aus dem Süden Russlands, gut 300 Kilometer von Sotschi entfernt, das Städtchen Stavropol. Gut. Jewgeni Kuznetsov, ja auch in einer anderen Sportart noch ein sehr berühmter Name, ein Eishockeyspieler, ein russischer, der bei den Washington Capitals spielt, zweimal Weltmeister war, ein russischer mit identischem Namen. Er hier ist der Wasserspringer und ein durchaus sehr erfolgreicher, nicht zuletzt mit der Silbermedaille belohnt, vor 2 Jahren bei Olympia in London. Olympia London, da hat er eine ganz große Kappe des Schweigens drüber gesetzt. Da war der 3-Meter-Wettbewerb eine Katastrophe, bei seinem 3,5 Vorwärts war er abgerutscht. Stefan Feck aus Leipzig, vergessen. Heute Morgen dieser Sprung absolut sicher, startet hier mit seinem 2,5 Salto rückwärts. Der scheint einfach. Manchmal geht er da ein bisschen zu zögerlich ran und dann ist er zu flach. Jetzt allerdings passt er perfekt. Heute Morgen ein klasse Wettkampf. Ohne Nerven zeigen. Uwe Fischer beugt sich vor. Der Blick des Schützlings hin zum Coach. Also einige, auch wenn man das ja nicht überstrapazieren sollte, Wertungen erscheinen mir dann doch ein bisschen komisch. Diesmal eine 7,5 von der Litauerin. Mit einer 8 ist man hier absolut gut dabei. Stefan Feck, der einfachste Sprung. Schwierigkeitsgrad 3,0, 72 Punkte. Dass er mit diesem ersten Sprung nicht gleich ganz vorn kommt, nach vorn kommt, war von vornherein klar. So, Jack Laffer. 19 Jahre alt, im Januar wird er 20, trainiert in Leeds bei Adrian Hinchliffe und dem großen Edwin Jungians, der für die Briten tätig ist. Schraubensprung vorwärts. Was für eine Höhe der Mann hat! 1,70 nur groß.
aber kräftig, wie er das Brett durchdrückt. Und hier an Höhe gewinnt. Da drüben sehen Sie die 5-Meter-Plattform. Der ist also auf 6 Meter Höhe, hat also die doppelte Höhe des 3-Meter-Bretts erreicht und dementsprechend viel Zeit, diesen Sprung zu Ende zu bringen. Kippt dann ein bisschen beim Eintauchen nach hinten über, deswegen hier Wertungen nur um die 7, 7,5. Im Augenblick Rang 8 für den Briten. Und jetzt wird's laut. Links der Papa. Schaut auf Sohnemann, aus Deutschland, den erfolgreichsten Wasserspringer in ganz Europa. 21 EM-Medaillen hat er bislang gesammelt. 10 davon golden. Kommt heute eine weitere hinzu? Und wenn ja, welche Farbe hat sie? Heute nicht der Favorit. Das ist Ilya Sacharow-Türlen, der Sieger, der direkt nach ihm springt. Aber der hat Lust, der hat Biss. Ass allerdings wirft ihn zurück. Der einfachste Sprung im Programm, nicht gut. Schauen Sie mal ins Gesicht von Jan Kretschmer. Wow. Und das umso bitterer, weil es ja jetzt wenig Multiplikation gibt bei dem Schwierigkeitsgrad von nur 3,0. Wertungen um die 6 für Patrick Hausting. Das ist alles andere als ein optimaler Start. Nur 51 Punkte. Das ist durchaus eine große Überraschung. Aus Russland. Noch ist nichts verloren. Er hat seine schwierigen Sprünge hinten noch drauf. Aber es wirft ihn natürlich zunächst einmal zurück. Vor allem auch, weil die großen Konkurrenten im Kampf um die Medaillen alle eine schwierigere Serie haben. Allen voran Ilya Sacharow. Dreieinhalb Delfin. Sehr, sehr gut. Eight, 23 Jahre alt aus St. Petersburg. 74 Punkte für ihn. Beim Eintauchen noch nicht ganz senkrecht, war eine kleine Kante drin. Dementsprechend gab es da ein paar Abzüge. Also, der Franzose Mathieu Rosset nach dem ersten Durchgang vor Ilya Kwascha aus der Ukraine, danach Giovanni Tocci. Und bei den Deutschen müssen wir leider ein bisschen weiter nach unten schauen. Das war aber zumindest bei Stefan Feck zu erwarten, der ja mit diesem leichten Rückwärtssalto gestartet war. Rang 7, 72 Punkte. Das wäre in etwa auch so das, was man sich für Patrick Hausting gewünscht hätte. Es sind aber 21 weniger. Das heißt, er hat jetzt schon 34 Punkte Rückstand nach dem ersten Durchgang auf den im Augenblick führenden Mathieu Rosset. Das ist ehrlicherweise eine dicke Überraschung. Wie geht er dann damit um? Wird sich jetzt kurz hinter dem Turm zurückziehen. Ist ja einer, der dennoch auch verfolgt, wo er liegt. Aber dass er nach dem ersten Durchgang letzter ist, das hätte er sich wohl nicht träumen lassen. Setzt sich oft, für die Kamera ist jetzt nicht sichtbar, hinter diesem schwarzen Vorhang, wo die Athleten ihre Ruhe haben, sich konzentrieren können, da rechts. Ein paar Kopfhörer auf, um Ruhe zu finden. Hört dann zwar nicht unbedingt noch Musik, weil ihn das zu sehr ablenken würde, aber jetzt den Weg zurückfinden in diesen Wettkampf, das ist wichtig. Über dem Brett stand er da, hat aber noch gut gelöst. Michele Benedetti bei seinem 3,5 Salto vorwärts kann man das durchaus machen. Das war ja damals auch das Problem bei Stefan Feck in London, dass er da, steht noch relativ mittig, da geht das, dann noch an der Seite stand und dann verliert man natürlich schnell die Kontrolle, wohin der Sprung sich entwickelt. Er aber löst das gut, bringt ihn noch mit Wertungen um die 8 ins Wasser. Michele Benedetti, der 30-jährige Italiener,
dessen halbe Verwandtschaft ja auch Springer waren oder immer noch sind. Cousins, Cousinen, die Marconi-Geschwister. Maria Marconi war gestern dabei bei der 1-Meter-Konkurrenz. Ging im Gegensatz zu ihrer Landsfrau Tanja Cagnotto ja leer aus. 30 Jahre den Mann, den wir gerade eben gesehen haben. 20 Jahre alt ist der hier. Da ist sie. Maria Marconi, die Schwester des Italieners, der vor ihm hier gesprungen ist, Giovanni Tocci, der ja nicht aus Rom oder eben aus Bozen, den beiden Hauptstädten des italienischen Wasserspringens, kommt, sondern aus Cosenza, ganz im Süden Italiens, da wo ja der Ball auf den Stiefel fallen würde. Genau auf dem Spann des italienischen Stiefels liegt dieser Ort, der sich anschickt, nicht nur mit Tocci, sondern auch mit anderen jungen Athleten, ein dritter Standort für diese wundervolle Sportart in Italien zu werden. Ole Colodi jetzt mit dem gleichen Sprung, der vorhin bei Patrick Hausting gar nicht klappte. Der 2,5 Rückwärtssalto macht es auf jeden Fall besser. Auch noch ein kleiner Schlag da beim Eintauchen hinten drauf. Aber das werden mehr Punkte werden als diese 51 vorhin bei Hausting. Tja, wie geht der jetzt damit um? Jetzt folgt sein 3,5 Auerbach-Salto, den hat er vorhin brillant hinbekommen im Vorkampf mit fast 90 Punkten. So ein Statement muss dann auch gleich kommen, um sich zurückzumelden in diesem Wettkampf. Andrzej Szeszczotak. Dreieinhalb vorwärts, gehechtet, solide, gut. Ja, das ist das Einzige, was er noch intensiv angehen muss in den nächsten Jahren. An seinem Schwierigkeitsgrad zu feilen. Irgendwann muss der 4,5-fache her. Aber solange der eben nicht perfekt kommt, ist es immer wieder richtig, lieber einen 3,5-fachen zu machen. Wertungen um die 8 und dann mit 74 herauszugehen. Es ist ja immer das Abwägen. Wie viel Risiko gehe ich ein? Wie gut beherrsche ich diesen Sprung? Macht es Sinn, die Höchstschwierigkeit zu springen? Es ist ja eine Kombination aus der Schwierigkeit und der Ausführung. Vor 2 Jahren. Das waren seine Europameisterschaften. Hat er Gold gewonnen in Eindhoven von 3 Meter und auch im Team. War der erste Europameistertitel seit 1947 für Frankreich, den Mathieu Rosset da holte. Diese Konkurrenz ja seit 1926. Und die ersten 5 kamen allesamt aus Deutschland. Arthur Munz war der erste und eben angedeutet der erste und bis hin zu Rosset, letzte Franzose, war 1947 bei den Europameisterschaften in Monte Carlo Roger Heinkele. Immer wieder tauchen deutsche Namen auch in der Siegerliste auf. 1950 Hans Aderholz, dann 77 Falk Hoffmann, der inzwischen als Trainer in Rostock aktiv ist. Dann die große Zeit von Alvin Killert, 87, 89, 91, 93 in Sheffield. Dann Jan Hempel, der eigentlich ein Turmspringer ist, probiert das da auch mal vom Brett und gewann. Andreas Wehls 2004 in Madrid.
und Patrick Hausting 2010 in Budapest dieser Veranstaltung, als er 5 Medaillen holte. Das ist natürlich nach wie vor drin, aber das wird schwer. Vor allem schwer nach seinem verpatzten ersten Sprung, diesem leichtesten Sprung in seinem Programm, den 2,5-fachen Rückwärtssalto, für den er nur 51 Punkte erhielt. Den Erfolg konnte er nochmal wiederholen. 2011 in Turin auch Gold für Hausting. Eindhoven 2012 Silber, im letzten Jahr in Rostock Bronze. Da hat er hier, Jewgeni Kuznetsov, im vergangenen Jahr Silber geholt. Das sieht bei ihm immer ein bisschen kurios aus, dieser Sprung, weil er die Schrauben zweimal ansetzt. Normalerweise dreht man 2 Schrauben, hechtet dann ab, eher eine, dann wird der Salto nochmal angehalten, dann die nächste. Wirkt ein bisschen unrund, als würde der Sprung nach unten eiern. Aber dennoch 61 Punkte für den Russen. So, jetzt Stefan Feck. Das ist der Sprung, der in London komplett daneben ging. Wichtig ist, dass er vorn mit den Füßen das Brett trifft. Darauf schauen wir jetzt. Steht er sicher in der Mitte? Das macht er. Und dann läuft er von allein. Und er taucht sogar. Ist ja absolut frisch. Ist sein erster Wettkampf bei diesen Europameisterschaften. Wertungen um die 8,5. Also damit macht er natürlich jetzt wett, dass es so ein einfacher Sprung ist und er eben den 4,5-fachen nicht springt. Den hat er schon 20 Mal im Training probiert. Der ist aber noch nicht so weit, dass er ihn auch im Wettkampf zeigen kann. Entsprechend die Geste mit 79 Punkten kann er hier absolut zufrieden sein. Seine einfachen Sprünge, die mit wenig Schwierigkeit, nämlich 3,0, 3,1, die sind vorbei. Jetzt greift auch er an mit schwierigeren Sprüngen. Jack Laffer vorhin auch mit der Kante bei dem Schraubensprung. Er jetzt mit dem 3,5-fachen Auerbach-Salto. Steht ein bisschen überm Brett. Aber das zieht ja ganz abgezockt noch ins Wasser. Sowas passiert natürlich im Training auch des Öfteren, wenn gleich der ein oder andere Springer dann auch mal sagt, ich breche den Sprung jetzt hier ab. Aber im Wettkampf geht das natürlich nicht. Da würde es Abzug geben. Von jedem Kampfrichter mal 2 Punkte weg. Das will man natürlich nicht riskieren. Macht er gut. 84 Punkte. Ist zurück im Wettkampf. Das muss jetzt auch Patrick Hausting beweisen. Bislang der größte Druck für ihn bei dieser Europameisterschaft. Genau in diesem Augenblick zeigt ebenfalls den 3,5 Auerbach-Salto gehockt. Heute Morgen, wie gesagt, mit 89 Punkten. Steht gut im Brett, ein bisschen weit rechts. Löst aber fantastisch, taucht ihn. Puh, durchatmen, Erleichterung auch im Gesicht vom Trainer. Schüttelt immer noch den Kopf über diesen ersten Durchgang. Ich glaube, er hat da ein bisschen Glück gehabt, dass er da, müssen wir nochmal gleich schauen, das Brett auch gut erwischt. Hier jetzt nicht zu sehen, steht sehr weit rechts, da haben Sie es noch gesehen. Bekommt jetzt aber Wertungen um die 8,5, 9, zweimal die 9, geht auf jeden Fall mit hinein in die Wertung. 92 Punkte, packt also nochmal 3 Punkte oben drauf. 143 in der Summe, schiebt sich ein bisschen nach vorn. Jetzt in Anführungsstrichen nur noch 21 Punkte Rückstand auf den nach wie vor führenden Franzosen Mathieu Rosset. Und Ilias Harohov beendet jetzt den zweiten Durchgang mit einer Top-Schwierigkeit.
Schwieriger geht's bei der Sprunggruppe derzeit in der Welt nicht. Den springen nicht allzu viele. Diesen 3,5-fachen Rückwärtssalto. Man hat einfach zu wenig Möglichkeiten einzuschwingen sich. Der macht das nur zweimal und springt ihn da oben hinein. Das ist Brillanz. Das ist auch der Sprung, der ihn am Ende in London zum Olympiasieg gebracht hat. Damals nur die beiden Russen. Inzwischen gibt's ein paar, die ihn in ihr Programm aufgenommen haben. Zweimal kurz anwippen und dann ist er mit drei Salti fast auf 3 Metern fertig. Das ist unglaublich. Das ist fantastisch. 91 Punkte für den Rückwärtssalto. Und zu Recht steht er damit auf Rang 1. Ganz knapp vor Mathieu Rosset aus Frankreich. Leer Quascher im Augenblick auf 3. Stefan Feck ist Fünfter mit 11 Punkten auf eine Medaille. Das ist sehr, sehr gut, weil eben die schwierigeren Sprünge, die eben auch mehr Punkte bringen können, noch kommen. Hier nochmal der Überblick von 12, also auf 9 jetzt vorgeschoben. 20 Punkte im Augenblick, gut. 21 Punkte für Patrick Hausting, der Rückstand auf Ilja Quascher. 4 Durchgänge kommen ja noch und bei Sprüngen, die durchaus 80, 90 Punkte bringen können, ist noch alles drin. Ob es für ganz vorn reicht, das wird schwer. Auf Sacharow sind es für Patrick Hausting im Augenblick knapp 23 Punkte. So, Sacharow haben wir eben gesehen. 3,5-fach. Er die 2,5-fachen und macht ihn nicht besser, schlägt über. 6,5. Kommt beim Öffnen dann nochmal so eine kleine Hüftbewegung mit. Deswegen lässt sich der Sprung da nicht stoppen. Knapp 60 Punkte für den 21-Jährigen aus Stockholm. Ja, der hat schon mal mehr als 500 Punkte geschafft, Michele Benedetti. Das ist aber, wie gesagt, schon ein bisschen her. Das war 2007 mal beim Heim Grand Prix. Bronze im 3-Meter-Synchron. 2009 der größte Erfolg. Bronze im Einzel bei der Europameisterschaft. Aber da ist er ein bisschen entfernt. Seine Cousine Maria Marconi. Sprung geht nicht senkrecht ins Wasser. Oben nicht ganz ausgesprungen, so ein bisschen weggezogen, weggeschnippt am Brett. Da fehlt dann auch ein 1/2 Meter Höhe. Das sind genau die Dinge, die eben auch durch den Kopf gehen. Giovanni Torchi, auch er jetzt mit diesem Rückwärtssalto in 2,5-facher Ausführung. Das ist einfach nochmal ein Riesenschritt vom 2,5-fachen gehechtet zum 3,5-fachen rückwärts gehockt. Nicht nur in der Schwierigkeit von 3,0, den dieser Sprung hier hat, hin zu 3,6. Selbst Patrick Hausting, der nun wirklich ein Sprungwunder ist, springt eben noch diesen. Und wir haben leider vorhin gesehen, der beherrscht ja normalerweise, also wirklich wie im Schlaf. Und jetzt gleich zum Auftakt des Wettkampfes wirft ihn erstmal derart weit zurück. Aber er hat sich ja zurückgemeldet mit dem 3,5 Auerbach. Über 90 Punkte. Das war zumindest nicht nur für ihn selber die Sicherheit. Ey, es geht doch. Natürlich auch als Ansage an die Konkurrenz zu verstehen. Vergesst mich mal bitte nicht. Er selber hat die Konkurrenten ja immer im Blick. Gibt ja einige, die wollen gar nicht wissen, wie es steht. Bis zum letzten Sprung versuchen sich abzulenken, Kopfhörer mit Musik drauf, um ja nicht zu sehen, wo man eigentlich steht. Sich
nur auf seine eigenen Sprünge zu konzentrieren bei Patrick Hausting. Ist das anders? Der will schon wissen, wo er gerade parkt. Wie viel Risiko er gehen muss, gehen kann, wenn es dann in die Entscheidung geht. Das dauert noch ein wenig. 6 Sprünge hat jeder Athlet hier zu absolvieren. Wir befinden uns im dritten Durchgang. Und haben Andrzej Szeszutak gleich auf dem Brett. Hier noch die Zeitlupe von Oleg Kolody, dem Ukrainer. 75 Punkte für ihn für diesen soliden 3,5 Satte vorwärts. Fünf Sprunggruppen gibt es ja im Wasserspringen. Vorwärts, rückwärts, Auerbach. Jetzt sehen wir einen Delfin. Delfin bedeutet nach hinten wegspringen, nach vorn drehen, knapp am Brett vorbeifliegen. Trotzdem weit genug, damit es nicht gefährlich wird. Absprung gut, Drehung gut, eintauchen, ausbaufähig beim Polen. Tja, wenn man den Kopf halt reinsteckt, dann rollt der Sprung ein bisschen rüber. Das sind die Signale des Trainers. Jeder Sprung wird dann nochmal ausgewertet. So, jetzt haben Sie links die Zahl gesehen, 4,5, die anzeigt, wie oft sich Mathieu Rosset, ich weiß jetzt gar nicht, wer die Dame ist, ich vermute mal seine Mama, hier dreht's und das macht er gut, nicht ganz senkrecht. Obwohl er eigentlich genügend Zeit hatte, den Sprung fertig zu bekommen. Springt ganz hoch hinaus. Toll, wie er das Brett drückt. Wertung um die 7. Wenn er den noch ganz senkrecht hineinbringt, dann gibt es hier gleich mal eine 8, 8,5. Sportler orientieren sich ja mit offenen Augen daran. Der Trainer zeigt es an. Wenn du den noch gerade reinstellst, dann wird das hier ein 90er. Schöner Blick mal auf das kleine Rad, was an den Brettern angebracht ist. Damit kann man den Härtegrad einstellen. Je weiter das Rad nach hinten gedreht wird, desto weicher wird das Brett. Desto mehr kann es einen nach oben katapultieren. Entsprechend braucht man aber auch Kraft, das Brett überhaupt erst einmal nach unten zu drücken. Wie jetzt hier sehr schön bei Ilja Kwascha, bei seinem 3,5 Auerbach-Salto. Da hält man immer ein bisschen die Luft an. Der hat Probleme bei seinem Anlauf. Steht wieder ganz außen auf dem Brett. Der Sprung dadurch ein bisschen verdreht. Unten allerdings bekommt er ihn wieder hinübergezogen. Das war heute Mittag der Sprung, der ihn weit zurückgeworfen hat. Da hat er nur 47 bekommen. Jetzt sind es 75. Ilja Kwascha ist dabei beim Kampf um die Medaillen. Jetzt hat er seinen Pannensprung von heute Mittag hinter sich. Auch der Rückwärts klappte nicht ganz so gut dann später. Aber den einen, den hat er schon mal geschafft. Der schwierigste Sprung der gesamten Konkurrenz. 2,5 vorwärts, 3 Schrauben. Das sieht immer wieder kurios aus für mich, weil er nach 2 Schrauben den Sprung öffnet und dann noch eine Schraube hinten dran hängt. Patrick Hausting wird genau den ganz zum Schluss zeigen. Kommen Sie mal hier, aufgemacht und dann nochmal. Völlig kurios. Er ist der Einzige, den ich kenne, der ihn auf diese Art und Weise springt. Am Ende zählt aber das Ergebnis. Nämlich hat er sich 2,5 Mal in den Salti gedreht und 3 Schrauben gemacht. Das hat er. Bringt ihn allerdings nicht ganz ordentlich zu Ende. Nur 72 Punkte, aber der ist Risiko gegangen.
So, das rhythmische Klatschen auf den Rängen setzt ein. Das heißt, da wartet ein DSV-Athlet. Stefan Feck mit dem gleichen Sprung, aber mit einer Schraube weniger. Statt 3,9, Schwierigkeit 3,4. Was aber nicht heißen muss, dass es weniger Punkte gibt. Wenn er denn diesen Sprung viel, viel besser als vor ihm jetzt der Russe ins Wasser bringt. Und das macht er! Brillant! Ganz stark! Oh, freue ich mich für Stefan Feck, der auch mit seinen Nerven zu kämpfen hat. Erinnern wir uns an die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. Da war er Dritter bei der WM nach dem Vorkampf und schied dann im Halbfinale als Letzter aus. Bislang läuft das gut hier. Der eine Salti, die zwei Schrauben eingearbeitet, abgehechtet, Tauchen vorbereiten. Hinein geht's ins 5 Meter tiefe Wasser, 81 Punkte, klasse, der ist vorne mit dabei. Hatte sich wahrscheinlich vom Gefühl hier sogar noch ein paar höhere Wertungen erhofft, erwartet. Dennoch im Augenblick Rang 3. Der hat das Podium im Blick. Gehen wir mal davon aus, dass Ilya Sacharow dann hinten wieder die Führung übernimmt, wären es im Augenblick 5 Punkte von Stefan Feck in Richtung Podium. Gut. Schöner 3,5 Delfin von Jack Laffer, der die Sprünge alle erst jetzt in den letzten 1-2 Jahren gelernt hat. Ganz simple Serie noch zu Olympia, jetzt ist er in der Weltspitze angekommen. Rang 3 für ihn und Daumen drücken für Patrick Hausting mit seinem ersten von zwei ganz schwierigen Schraubensprüngen. 2,5 Auerbach-Salto. 2,5 Schrauben. Das wird auf jeden Fall wieder steht er ganz links im Brett. Diese Anläufe haben sie geübt. Auf jeden Fall ist es ein 80er. Aber hat hier ganz schön zu kämpfen, den Sprung noch zu Ende zu bringen. Schiebt sich aber weiter nach vorn, ist jetzt Fünfter. Jetzt sind es nur noch 12 Punkte. Bis auf Ilja Kwascha, was potenziell die Medaille ist. Und Ilya Sacharow. Dreieinhalb Auerbach-Salto. Den kann er wahnsinnig gut. Oh, da haben wir unten ganz schön zu kämpfen. Also der war nicht so gut wie heute Mittag. Aber schön zu sehen, wie eng der sich zusammenkugelt. Wie eng seine Hocke ist. Schön ziehen unten, damit er ihn noch gerade hineinbekommt. Ein bisschen lässig, ein bisschen früh geöffnet. Deswegen hier nur eine 7, 7,5. 78 Punkte, also verliert 3 Punkte auf Patrick Hausting. Aber bleibt vorn, wenn auch ganz, ganz knapp vor dem Franzosen Mathieu Rosset, der sich eindrucksvoll hier auf dem 3-Meter-Brett in der europäischen Spitze zurückmeldet. Die Deutschen jetzt auf 5 und 6 in Lauerstellung, zumindest was das Podium betrifft. Aber selbst Ilya Sacharow ist noch nicht ganz weg, wenn es gleich ist. 20 Punkte sind für Patrick Hausting, 12 Punkte für Stefan Feck auf ganz vorn. Also, nach der Hälfte des Wettbewerbs die Deutschen auf Angriff gepolt. Sie müssen angreifen und sie haben schwierige Sprünge hinten rauf.
Das wird eine verdammt spannende und enge Kiste werden. Zieht er gut ins Wasser. Oben im Ansatz knicken seine Beine dann nochmal so kurz ein. Mal sehen, ob wir das aus der Perspektive mal sehen. Bevor sie dann ganz durchgedrückt sind. Und die Tauchphase allerdings, ja, da muss ich kurz nochmal gesehen. Dann nicht optimal. Da gibt es immer nochmal so einen kleinen Klaps hinten drauf. Man denkt eigentlich genau, das heißt, sieht da ganz genauso, dass der Sprung schön zu Ende geht. Aber das ist halt der letzte Eindruck, der bei den Kampfrichtern, bei den Punktrichtern bleibt und entsprechend dann eben keine 8, 8,5, sondern eben nur eine 7,5 für diesen eigentlich ja einfachen Sprung, aber in Sachen einfache Sprünge, das haben wir ja vorhin bei diesem Versuch bei Patrick Hausting gesehen. Entschuldigung. Giovanni Tocci verliert da völlig die Orientierung. Aufmunternder Applaus. Steht eigentlich gut im Brett, springt ihn nicht ganz aus und öffnet ihn viel zu früh. Die Hände, der Kopf berühren als erstes das Wasser, bevor dann der andere Körper folgt. Oh Gott, was für ein Bild von oben. Das ist natürlich nicht nur für die Psyche schmerzhaft, sondern das zwickt jetzt auch ganz ordentlich im Rücken. Von 3 Meter geht das noch, das stecken die Wasserspringer problemlos weg. Wenn sowas mal von 10 Meter passiert, da bleibt einem schon mal ordentlich die Luft weg. Viel zu früh streckt er zum Wasser hin, jetzt merkt er seinen Fauxpas und kann natürlich dann nichts mehr retten. Nur 10 Punkte für den Sprung, das wirft ihn natürlich ganz nach hinten. Aber wie gesagt, er ist erst 20 Jahre alt, auch das gehört, wenngleich man es ja natürlich keinem wünscht, zu den Erfahrungen, die man sammelt auf europäischer Welt, auf europäischer Ebene und auch auf Weltebene dann im kommenden Jahr, glaube ich, ihn natürlich wiedersehen zu können in Kasan. Der hat seine Zukunft noch vor sich und so elegant wie er springt, ist das auf jeden Fall einer, dieser Giovanni Tocci, dem die große Zukunft bevorstehen kann. Die Springer, sie bewegen sich ja auf diesem grün gefärbten Brett, knapp 5 Meter lang, hinten fest verankert, dann liegt es lose auf dieser Rolle auf, elastisch nach vorn, unterstützt auch mit ein paar kleinen Fräsungen da vorn drin, Luftlöcher.
damit es leichter nach unten zu drücken ist, dann aber seine ganze Schleuderkraft entfaltet. Trifft das Brett sehr schön. Schauen Sie mal, wie er kämpft. Gibt da auch wundervolle Fotos, die von Wasserspringern geschossen worden sind während der Luftfahrt. Dieses Kämpfen, was man in jeder Furche des Gesichts dann sehen kann. Das ist höchste Arbeit innerhalb von wenigen Sekunden. Vielen Dank nochmal an Rainer Rosenbaum, den Regisseur des Weltbildes, das uns nochmal das Brett zeigt. Sehr, sehr schön zu sehen, hier diese Fräsungen gerade eben. Und jetzt sehen wir einen ganz heißen Medaillenkandidaten. Der springt im Augenblick sogar um Gold mit. Mathieu Rosset liegt nur ganz knapp hinter dem führenden Olympiasieger, hinter Ilya Sacharow. 3,5 Auerbach, schön nach oben weg, schön geöffnet und eine kleine Kante. Aber der ist weiter dabei beim Kampf um die Medaillen, bei dieser prestigeträchtigen Konkurrenz vom 3-Meter-Brett. Ist ja eine Konkurrenz, die es seit Beginn dieser Europameisterschaften gibt. Seit 1926, wie eben auch das Springen vom 10-Meter-Turm. Zieht den noch gut hinein. Wird nun um die 7,5,75 für den 3,5 Auerbach von Mathieu Rosset. Die direkten Konkurrenten um eine Medaille. Von Stefan Fecker und Patrick Hausting. Eben Mathieu Rosset, jetzt Ilja Kwasche. 4,5-facher Vorwärtsseite. Versuchen Sie mal mitzuziehen. Das geht so schnell. Nutzt die gesamten 5 Meter aus. Jetzt der Stichsprung, Brett treffen und drehen, 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 drehen. Körper nicht ganz gestreckt beim Eintauchen. Noch eine kleine Hüftbeugung drin. Ansonsten war das ein sehr, sehr schöner 4,5 Salto vorwärts. Im Schnitt eine 7,5. 85 Punkte für den 4,5 vorwärts von Ilja Kwasza. Der Silbermedaillengewinner vom 1-Meter-Brett. Jewgeni Kuznetsov hat es schon angedeutet, die beiden Russen waren 2012 im Olympischen Jahr die einzigen, die diesen Sprung hier gebracht haben, den 3,5-fachen Rückwärtssalto. Erfordert ungemeine Kraft, hier das Brett zu drücken und dann sofort in die Drehbewegung zu kommen. Das war ein brillanter 3,5 rückwärts. Chapeau, Kuznetsov. Schwer und gut. Wertungen um die 7,5 für ihn. Die gehen auch absolut in Ordnung. ...79... für Kuznetsov. So, auf geht's für Stefan Feck. 3,5 Delfin, den hat er vor 2 Jahren gelernt. Springt er den schön aus, dann kann das ein richtiger Punktebringer werden. In den End-70ern sollte der ankommen, dann kann man sagen, gelungener Versuch. Immer das Ziel, natürlich auch diese Kürsprünge mit einer 8 herauszugehen. Leider nicht. Oh, jetzt auch der Erste, der bei ihm nicht passt. Steckt er den Kopf durch, Sprung geht drüber, nix war's mit einer 8, nur Wertungen um die 5,5. Oh! Jetzt passiert genau das gleiche wie
voriges Jahr in Barcelona bei der Weltmeisterschaft. Hat er auch diesen 3,5 Delfin drüber gelegt. 52 Punkte nur für ihn. Jetzt wird es ganz, ganz schwer, nach vorn in Richtung Medaillen anzugreifen. Mann! Ganz wichtig jetzt bei diesem Sport, der natürlich nicht nur Kraft und Körperbeherrschung braucht, sondern auch die geistige Frische, diesen Sprung sofort abzuhaken und sich auf das zu konzentrieren, was jetzt noch kommt, auf die zwei folgenden Durchgänge. Der fällt unten zwar ganz schön raus, wird aber nicht ganz positiv bewertet werden, weil Jack Laffer da ein bisschen die Beine verliert. Die sollen ja parallel geführt werden, die Füße. Hier noch alles gut, aber das Schwierige ist jetzt, sie zusammenzuhalten. Und da gehen sie kurz auseinander, sind nicht parallel. Wertungen um die 7,5-8. 79 Punkte. Jack Laffer im Augenblick auf Rang 3. Patrick Hausting und sein 3,5 Delfin. Lutz Buschko, der Bundestrainer, hat gestern gesagt, dass hier heute diese Konkurrenz, Entschuldigung, war nicht Lutz Buschko, sondern war sein Trainer, Jan Kretschmer, das wird der schwierigste Wettbewerb werden. Jawohl! Wenn er hier eine Medaille holt, dann wird das die wertvollste wohl sein. Weil die Konkurrenz einfach so hart ist mit Rossi, dem Franzosen, mit Sacharow, dem Russen, mit Kwascha, dem Ukrainer. Wertungen um die 8 für den 3,5 Delfin. Knapp 80 Punkte für Patrick Hausting. Liegt auf Rang 4, wird wohl Fünfter bleiben. Respektive wird sich von 6 auf 5 vorschieben, weil eben Stefan Feck ein Stückchen nach hinten durchgereicht worden ist. Ich schaue eben mal, ist im Augenblick Siebter, wird also diesen Durchgang aller Voraussicht nach als Achter beenden. Ilja Sacharow, der ganz knapp in Führung lag. Das sieht immer so hingerotzt ein bisschen aus. Der wartet nicht lange. Sobald der Pfiff des Schiedsrichters ertönt, legt er los. Als ob es gar nichts wäre, solche Top-Schwierigkeiten ins Wasser zu bringen. 2,5 vorwärts, 2 Schrauben. Den gibt es von ihm gleich nochmal im nächsten Durchgang, dann mit einer Schraube noch oben drauf. Wertungen um die 7,5-8. Identische Punktzahl wie eben zuvor bei Patrick Hausting. Er bleibt in Führung. Ilja Sacharow nach 4 von 6 Durchgängen auf Goldkurs. Der Russe vor Ilja Kwascha, dem Ukrainer Mathieu Rosset, Jack Laffer, Patrick Hausting. Das sind 15 Punkte auf eine Medaille, 20 nach ganz vorn. Und Stefan Feck im Augenblick, Rang 8. Das wird jetzt für ihn verdammt schwer, überhaupt nochmal nach vorn zu gehen. So dicht ist eben die Weltspitze, auch auf europäischem Level, bei dieser Konkurrenz. Das ein verpatzter Sprung, das Ende aller Medaillenträume bedeutet. Für uns wieder die Möglichkeit jetzt, da Jesper Tolvers, Michele Benedetti, die nächsten sind, ein bisschen durchzuatmen. Die besten Springer immer am Ende des Durchgangs. Die Startreihenfolge wird ja festgelegt durch den Vorkampf. Der Beste des Vorkampfs, der Sacharow, startet dementsprechend als Letzter. Der 12. Beste ist der Erste hier in diesem Finale. Der 21-jährige Schwede aus Stockholm, Jesper Tolvers. Der, das sei durchaus nochmal erwähnt, ja eher ein 10-Meter-Spezialist ist.
mit Christopher Eskilsson. Letztes Jahr Fünfter war bei der Europameisterschaft im Synchronspringen, 12. im Einzel. Das alles, wie gesagt, von der Plattform da oben. Vielseitigkeit also angesagt beim Schweden. Ähnlich wie das ja auch Patrick Hausting hervorragend zeigt, wie vielseitig er ist. Hat er innerhalb von 24 Stunden gezeigt in den letzten Tagen. Erster Titel vom 1-Meter-Brett, dem wippenden Untergrund mit ganz wenig Zeit, Sprünge zu Ende zu bringen. Und dann gestern im Synchronspringen mit Sascha Klein von unterm Hallendach aus 10 Metern Höhe. Gibt ganz wenige, die das in dieser Perfektion so beherrschen. Im Augenblick fällt mir da auch weltweit kaum einer ein. Gab ja die überragenden Athleten wie Dimitri Sautin, der Russe, der sowohl Brett als auch Turm fantastisch beherrscht hat. Sautin, der diesen Titel hier vom 3-Meter-Brett zweimal geholt hatte. 95 in Wien, 97 in Sevilla. Dann nochmal in Helsinki und in Berlin. Und auch 2006 und 2008. Also lassen Sie mich mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal der Titel für den Großen, nämlich die Sautin. Und einen dürfen wir zumindest auf Weltmaßstab da natürlich auch nicht vergessen. Greg Louganis, der Amerikaner, der in den 80er Jahren das Wasserspringen weltweit beherrscht hat. Sowohl vom Brett als auch vom Turm. Giovanni Tocci, schöner zweieinhalbfacher Delfinsalto. Schön, dass er sich wieder erholt hat nach dem vorhin komplett daneben gegangenen 3,5 Auerbach. Schön, sehr schöner 3,5 Auerbach. Für Oleg Kolody. Die Europameisterschaften 2002 hier in Berlin ja auch schon auf dieser Anlage. Halle war ja 1999 eröffnet worden. Da war Patrick Hausting gerade mal 10. Seitdem ist das hier sein Zuhause, sein Trainingsalltag. Das hilft natürlich bei der Orientierung. Man kennt hier die Lichtverhältnisse, die Farbe des Wassers, die Farbe der Türme, der Plattformen. Das ist fürs Orientieren natürlich ganz, ganz wichtig, aber es ist noch keine Garantie eben dafür, auch den Sprung perfekt ins Wasser zu bringen. Das selbst zu einem Klassemann. Fehler passieren können, haben wir vorhin im ersten Durchgang gesehen, aber er ist zumindest wieder dran. Er wird kämpfen, da bin ich mir ganz sicher. Er hat ja hinten raus noch seine Top-Schwierigkeit mit dem 2,5 vorwärts und 3 Schrauben. Der wird fighten bis zum Schluss. Er will diese Medaille, er will erneut es schaffen, 5 Medaillen in 5 Wettbewerben zu holen. Unabhängig davon kann er natürlich ganz beruhigt auch hier reingehen. Die deutschen Wasserspringer liegen gut im Soll. 5 bis 7 Medaillen war der Korridor. Dass das heute hier eine ganz schwer zu erringende werden würde, das wusste man vorher. Aber sie werden alles tun. Zumindest ihre Sprünge gut ins Wasser zu bringen, Stefan Feck und vor allem Patrick Hausting. Und dann müssen sie schauen, was die Konkurrenz macht, die damit entscheidet. Wenn man hinten dran ist. Und Mathieu Rosset hat auch seine kleinen Probleme zumindest bei seinem Rückwärts. Einfacher Schwierigkeitsgrad.
Wertungen um die 6,5. Das ist zumindest die Chance für Patrick Hausting. Geht er auch ganz doll ins Hohlkreuz und dann wippt der Sprung drüber. Klare Ansage vom Trainer. Sprung vergessen, konzentrier dich jetzt auf das, was kommt. Die Medaille ist in Gefahr für Mathieu Rosset. Er ist noch mittendrin im Kampf um die Goldene. Ilja Kwascha. Im letzten Jahr nur einen Meter gesprungen. Ein Jahr davor bei der Europameisterschaft. Nur synchron. Gut. Aber jetzt kommen eben bei diesen beiden diese Sprünge, die nicht die schwierigsten sind. Das heißt, da werden wir jetzt nicht die ganz hohen Punktzahlen sehen. Das wird nur Werte um die 70 erreichen können, weil der Sprung eben nicht perfekt war. Wertungen um die 7,5 ergeben 69 für Ilja Kwascha. Er bleibt vorn mit 16 Punkten vor dem Franzosen. Also, diese beiden wackeln jetzt auch ein bisschen. Die Chance ist dann gleich da für Patrick Hausting, das vielleicht auszunutzen. Der dann gleich wieder eine Höchstschwierigkeit. Jetzt kommen einfach nur noch Höchstschwierigkeiten bei ihm. 4,5 vorwärts und die fette Schraube hinten drauf. Also noch nichts für Patrick Hausting. Gleich erstmal Kuznetsov mit einem wirklich herrlich herausgesprungenen 3,5 Auerbach-Salto gehockt. Ganz lässig geht er mit dem Brett um. Es wirft ihn genau so hin, wo er es haben will. Ganz schnell in die Hocke hinein. Drei Drehungen. 1, 2, 3. Sprung öffnen, Wasser suchen, eintauchen. Die 8,5. Für mich hier absolut berechtigt. Toller, 3,5 Auerbach für den Russen. 89 Punkte schiebt sich zwischen Ilja Kwascha und Mathieu Rosset. Da taucht also noch einer auf, der jetzt mitkämpfen wird um die Medaillen. Wird das wieder so eine Herzschlaggeschichte, wie wir sie gestern zum Beispiel bei den Frauen von 1 Meter gesehen haben. Die Deutschen auf der Tribüne. Wegstecken vorhin den Sprung, jetzt auf den Auerbach konzentrieren. Stefan Feck. Der läuft eigentlich stabil. Den sehr oft trainiert, den 3,5 Auerbach. Wichtig ist, das Brett zu treffen. Er stand mit den Zehen ein bisschen drüber. Dann kann man nicht mehr ganz so intensiv davon weggehen, ansonsten rutschen die Füße weg. Dreht auch nicht schnell genug, um den Sprung rechtzeitig perfekt öffnen zu können. Na, der linke Fuß, 2-3 Zentimeter, dann rutschen die Füße so ein bisschen weg. Jetzt muss er kämpfen. 2 Salti, 3 Salti und am Ende sind das sehr, sehr wilde Wertungen, die wir jetzt hier sehen. Zwischen 5,5 und 8. Ich gehe mal mit der 6,5, die zum Glück ja übrig bleibt, mit. Schade, das war es dann endgültig für Stefan Feck und den Traum von der Medaille. Wird ja aber morgen noch die Chance haben, mit Patrick Hausting nach Edelmetall zu greifen, wenn es dann im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett wieder einen spektakulären Wettbewerb gibt. Jack Laffer, 4,5 vorwärts, genau den gleichen, den dann auch Patrick Hausting zeigen wird. Dreht ihn gut, hat eigentlich auch genügend Zeit, den Sprung zu öffnen. Aber man kommt da mit so viel Geschwindigkeit unten an und muss innerhalb von Sekundenbruchteilen das Drehmoment urplötzlich stoppen. Das macht man, indem man die Beine herausstreckt. Jetzt! Und über die prächtig ausgebildeten Bauchmuskeln kann man diese Drehbewegung normalerweise stoppen. Ihm gelingt es nicht, deswegen nur Wertungen um die 6,5, 70 Punkte dennoch, weil er eben 3,8 Schwierigkeit hat. So, Patrick Hausting.
Kwasha, Rosé, Laffer, Kuznetsov. 4,5 Salto vorwärts. Jawohl! Er ist zurück! Mann, hat er das gut weggesteckt, diesen ersten verbauten Rückwärtssalto. Und jetzt die Wertungen um die 8, 8,5, 93 Punkte. Er geht sogar in Führung. Ein Riesensatz nach vorn. Natürlich profitiert er jetzt ein wenig davon, dass die anderen ein paar Kanten drin hatten beim Eintauchen. Aber man muss eben das erstmal so nervenstark auch bewältigen. Schauen Sie mal an dieses Gesicht, wie er kämpft. Er kämpft den Sprung nach unten und bringt ihn sauber hinein. Ganz stark. Patrick Hausting, der wirft jetzt den Federhandschuh. Und das bekommt natürlich jeder in der Halle mit. Und bekommt natürlich auch der Mann mit, der jetzt gleich oben steht. Der jetzt schon oben steht auf dem Brett und seinen Sprung machen muss. Ilja Sacharow mit dem ganz schweren Schraubensprung. Den Patrick Hausting dann zum Schluss zeigen wird. Also die wechseln sich jetzt ein bisschen ab. Er dann mit dem 4,5 zum Schluss. Und jetzt schon mal mit der Monsterschraube. 3,9. Was Schwierigeres gibt's in diesem Wettkampf nicht. Pfiff, los geht's, wie immer bei ihm. Der kommt unten zwar ganz gut rein, aber der springt ganz schön in Richtung Kampfrichter. Nach links, weit weg vom Brett. Das ist sein kleines Manko. Wertungen um die 7,5. 83 Punkte. Er bleibt vor Patrick Hausting, der aber allein 10 Punkte gut gemacht hat. Hier sehen wir es nochmal schön, wie er vom Brett da nach links wegwippt. Das sehen vor allem die Kampfrichter, die hier auf der linken Seite vor diesem Brett stehen. 10 Punkte sind's noch. 10 Punkte sind's noch. Patrick Hausting hat 6 Punkte hinter sich. Ilja Kwasha. Geh mal davon aus, jawohl, vielen Dank, dass wir jetzt hier nochmal das Tableau sehen. Vor dem letzten entscheidenden Durchgang. Es ist verdammt eng, es ist verdammt knapp. Vor allem, was die Plätze da 2, 3 und 4 betreffen. 14 Punkte zwischen 4 und 2. Und das sind jetzt alles Sprünge, alles oder nichts. Patrick Hausting ist im Vorkampf, den schwierigen Schraubensprung, den er gleich zeigen wird, mit 2 Schrauben gesprungen. Und wie er das öfter macht, im Vorkampf, im Halbfinale, die etwas sicherere Variante. Und jetzt im Finale volles Risiko. Also, spannender kann es nicht sein, dass die letzten beiden am Ende das Gold unter sich ausmachen werden. Mit den klar besseren Chancen im Augenblick für Ilja Sacharow, den Russen, der 10 Punkte Vorsprung hat und diesen 4,5 vorwärts auch sehr, sehr gut beherrscht. Den hat er heute Morgen mit 97 Punkten gemacht. Wenn ihm das nochmal gelingt, dann ist er unanholbar. Aber das muss eben auch erstmal wieder gelingen. Sie haben es oft gesehen, dass vor allem bei diesen Anlaufsprüngen es gar nicht so einfach ist, die Füße parallel an die Brettkante zu bringen, das zu treffen, übt man hunderte, tausende Male in seiner Karriere. Für ihn, für den Schweden, ein schöner Abschluss des Wettkampfs, Jesper Torves, dass er hier das Finale erreicht hat. Da sind natürlich noch einige Reserven, um am Ende vielleicht irgendwann mal auch um die Medaillen mitspringen zu können. Michele Benedetti, 2,5 vorwärts, 2 Schrauben. Hat er gut gemacht. Thank you.
die beiden, die gerade eben gesprungen sind, auf 2 und 3, obwohl sie ja die ersten beiden sind im Wettkampf. Das liegt daran, dass Ilya Sacharow mit seinen 5 Sprüngen jetzt schon mehr Punkte eingesammelt hat als der Schwede und der Italiener mit 5. Ilya Sacharow derzeit bei 409 Punkten. Das sieht gut aus für ihn, dass er sogar die magische 500-Punkte-Marke knacken kann. Das ist das, was sie alle mal in ihrer Karriere schaffen wollen. Heute Nachmittag waren es 470 bei Sacharow, 465 für Patrick Hausting. Da betrug der Abstand am Ende also 5 Punkte. Im Augenblick ist der Russe 10 vorn. Maria Marconi, Feuer dann Giovanni Tocci. Der Auerbach komplett misslungen, deswegen natürlich nicht einfach, dann die Konzentration wiederzufinden. Ist ihm aber gut gelungen. Bringt den Wettkampf auch hier schön zu Ende. 6. war er von 1 Meter, das wird aufgrund des Patzers beim Auerbach heute nicht möglich sein. Aber das ist ein Mann für die Zukunft. Giovanni Tocci mit am Ende 365 Punkten. Diese EM sollte so ein bisschen die Wende werden für ihn, für den Italiener, den wir eben gesehen haben, der, nun das haben wir öfter gesehen, ganz schön lange Beine hatte, zu schnell gewachsen war, damit ganz schön zu kämpfen hatte. Jetzt allerdings scheint er zurück zu sein. Die EM sicherlich eine gute Erfahrung für Giovanni Tocci, den Italiener. So, das war eine ganz schöne, tja, im Freiburg würde man sagen, Bombe von Oleg Kolody bei seinem 4,5 vorwärts. Der war gut gesprungen, auch gestreckt in Richtung Wasser gebracht, aber er bekommt dann einfach die Hände nicht mehr richtig gegriffen, um das Loch zu stoßen, in das der Körper hineingleiten soll. Deswegen diese große Fontäne, 64 Punkte, 21, auch er erst. Andrzej Reszetek aus Polen beendet den Wettbewerb mit einem Sprung, den man selten sieht. Einen 1,5-fachen Salto in der Auerbach-Version mit aber 3,5 Schrauben. Ich finde, sieht wunderschön aus. Viele springen den einfach deswegen nicht mehr, weil es eben die Versionen gibt, die noch mehr Schwierigkeit haben. Ansonsten finde ich das von der Ästhetik, vom Stilistischen her, eines der schönsten Sprünge im Wasserspringen. Dieses Abheben, dieses ganz gerade Drehen um die Längsachse, darin eingebaut, die Salto-Bewegung, dann hat man einen Salto vollführt, hechtet ab, Hände gegriffen, eingetaucht, 84 Punkte abgeholt. Klasse. Kann er zufrieden sein, und das sind sie. Hat sich auch gut präsentiert. Vom 1-Meter-Brett da das Finale erreicht. Jetzt wieder. Das ist ein toller Erfolg für den 22-jährigen Polen. Mathieu Rosset mit dem Schraubensalto. Der einfacheren Version. Patrick Hausting wird den dann mit einer Schraube mehr zeigen. Brett gut getroffen, schön rausgesprungen. Oh! Ah, unten wieder ein kleiner Knick drin. Ansonsten war das bis zum Eintauchen was fürs Lehrbuch. Unten aber dann die Hüfte nicht ganz gerade. Und deswegen wirkt das nicht ganz zu Ende gebracht. Nicht so weit vorgesprungen wie zum Beispiel bei Sacharow, sondern er steht herrlich hoch im Brett. Aber dann eben aufgrund des Eintauchens nur Wertungen um die 6,5, 7. Das wird schwer mit der Medaille heute. 68 Punkte, Mathieu Rosset. Er mit dem gleichen Sprung.
Ilja Kwascha hat sich auf diese Konkurrenz konzentriert, das einen Meter ausgelassen, wo er sichere Medaillenchancen eigentlich gehabt hätte. Aber in Richtung Weltmeisterschaft nächstes Jahr und Olympia in Rio muss es das 3-Meter-Brett sein. Ja! Ganz kurz mal in der Luftfahrt, die Füße nicht ganz parallel, aber unten viel, viel besser eingetaucht als der Franzose vor ihm. Entsprechend Wertungen um die 8,5. 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 9, 8. Geht in Führung am Franzosen deutlich vorbei. 477 Punkte für ihn. Tja, und er weiß, dass das mit der Medaille wohl auch heute wieder nichts wird, weil jetzt kommen hier noch vier Leute, die sich an Mathieu Rosset, der im Augenblick Zweiter ist, wohl noch vorbeischieben werden. Erster von ihnen, Jewgeni Kuznetsov. 4,5-facher Vorwärtssalto. Stark. Der ist dabei. Der Kwascha, der schaut natürlich jetzt hinüber zur Anzeigetafel. 93 Punkte für Jewgeni Kuznetsov, aber er bleibt 5 Punkte hinter Kwascha. Kann den Rückstand nicht aufholen. Also im Augenblick Zweiter Kuznetsov, Rosset, der Franzose, jetzt schon Dritter. Und es kommen ja da noch Hausding, Sacharow, Stefan Feck. Drücken wir ihm die Daumen, dass er den Wettkampf jetzt noch schön zu Ende bringt. Zwei Wackler beim Delfin und beim Auerbach haben die Medaillenchance gekostet. Jetzt der 2,5-fache Auerbach-Salto mit 1,5 Schrauben. Wichtig wie immer vorn, erstmal gut im Brett stehen, das passt perfekt diesmal. Und schon hat er die Ruhe, diesen Sprung herrlich nach oben auszuspringen. Also wie man jetzt hier eine 7 geben kann auf diesen Versuch, weiß ich auch nicht. Aber gut. Die fallen zum Glück raus. Das war für mich ein klassischer Sprung mit einer 8. Zumindest eine davon kommt dann auch in die Wertung. Knapp 76 für ihn. Rang 5 im Augenblick. Das wird aller Voraussicht nach dann wohl der 8. am Ende sein. Ja, Jack Laffer jetzt nur 45 Punkte benötigt, um an Stefan Feck vorbeizuziehen. Das sollte ihm mit seinem 3,5 rückwärts gelingen. Auch er also mit diesem rückwärts 3,5-fachen Salto, den beide Deutsche noch nicht springen. Toll! Was für ein großartiger, hochkarätiger Wettbewerb. Jack Laffer, Wertungen um die 8. Genau das ist korrekt für diesen Sprung angebracht von den Punktrichtern. Er gibt 86 Punkte, bleibt aber sowohl hinter Kwascha als auch 2/10 hinter Kuznetsov zurück. Also Kwascha hat damit die Medaille sicher. Für ihn wird es wohl nicht reichen, weil da eben jetzt noch die beiden Führenden kommen. Aber die müssen ihm doch zum ersten Mal springen. Der Mann in der Mitte kann sich über eine Medaille freuen. Glückwunsch an den Ukrainer. Die Eltern sind da. Natürlich Robert Harting, sein Best Buddy, sitzt da drüben, drückt die Daumen und hofft, dass es jetzt mit dieser Top-Schwierigkeit zur erneuten Medaille reicht. 2,5 vorwärts, 3 Schrauben. Thank you.
Da kam die Faust aus dem Wasser als erstes. Boah, ich habe den Wettkampf noch gerettet nach diesem verdammten Rückwärtssalto. Was wäre da alles drin gewesen? Kämpft sich zurück. Wertungen um die 7,5, 8, 89 Punkte. Das ist die Führung für Patrick Haustinger. Er hat Silber sicher. Es wird die dritte Medaille im dritten Wettkampf. Bei diesen Europameisterschaften werden. Und jetzt entscheidet es. Wer gewinnt Gold? Die ja eigentlich nur bei den Chinesen zu sehen, der Verneigung nach jedem Sprung. Er macht's nach seinem verrückten Wettkampf. Hier vom Brett. Jetzt kann er nur noch schauen. Was macht Ilya Sacharow? Der Favorit auf Gold, der Olympiasieger von London, der es jetzt in der Hand hat. Er muss in Anführungsstrichen nur 79, 80 Punkte springen. Ich habe ihn gern nochmal heute Mittag beim Vorkampf. Hat er hierfür 96 bekommen. Oh. Oh. Das wird nochmal richtig knapp. Also jetzt bin ich gespannt. Was packen Sie jetzt raus? Bekommt er jetzt hier eine 6,5? Eine 7? Und er bleibt hinter Patrick Haustinger. Es gibt keinen Olympiasiegerbonus für Ilya Sacharow, der den Sprung hinten überkippt. Das gibt's doch nicht. Das hier ist die wertvollste EM-Medaille in goldener Ausführung für Patrick Haustinger. Eine so harte Konkurrenz. Aber alle haben sie einen kleinen Patzer drin gehabt. Robert Harting freut sich natürlich mit. Nach dem ersten Durchgang haben sie alle die Köpfe hängen lassen. Er am meisten. Nach dem zweiten hat er gewusst, ich bin zurück. Als er auf den Dreier Baubach 92 Punkte bekommen hat. Und dann hat er sich Stück für Stück zurückgekämpft. Stefan Feck. Es ist ihm fast ein bisschen peinlich. Schauen Sie mal hier. Tobi Schellenberg, ehemaliger Kunstspringer. Philipp Heinz, mal eben hinübergekommen aus dem Velodrom. Kleines Selfie mit Robert Harting, der weiß, wie eine Medaille aussieht. Hatte über 200 Meter Lagen Silber gewonnen. Jetzt kann er hier dabei sein, wie Patrick Haustinger sein drittes Gold holt. Was für ein verrückter Wettbewerb. Der war Zwölfter, der war Letzter nach dem ersten Durchgang. Am Ende grüßt er wieder von ganz oben. Er ist zurück. Bronze. Nachdem das heute Mittag zwischenzeitlich sogar so aussah, als ob er den Sprung ins Finale verpasst, nach den zwei verpatzten Sprüngen, den Auerbach und dem Rückwärts. Da war er nur Sechster. Jetzt also Rang 3 und Bronze für Ilya Kwascha. Und Silber gibt es für den lange in Führung liegenden Russen, der bis zum letzten Durchgang den Platz an der Sonne innehatte, es selber in der Hand hatte, aber mit dem letzten Sprung dann sich einen leichten Patzer erlaubte. Ilya Sacharow, der Olympiasieger von London, heute nur in Anführungsstriche mit Silber. Das ist natürlich aufgrund dieses großartigen Feldes immer noch eine wahnsinnig tolle Leistung. Aber er selber wird das natürlich aufgrund des Verlaufs des Wettbewerbs und seiner früheren Meriten genauso sehen. Das Gold, das eigentliche Ziel war. Zumal nachdem er im letzten Jahr genau den Platz inne hatte, den er jetzt wieder erkämpft hat. Patrick Haustinger!
87,85 Punkte für den Sieger. Am Ende 4,5 Punkte vor Ilya Sacharow, seinem größten Konkurrenten. Das war von vornherein klar, dass diese beiden sich den erbitterten Kampf um Gold liefern werden. Nach dem ersten Durchgang konnte man es kaum vermuten, dass er noch zurückkommt. Was für ein verrückter Wettbewerb. Von 12 auf 1. Patrick Austin ist zum dritten Mal Europameister hier in Berlin. Gewinnt seine 22. EM-Medaille überhaupt, ist der erfolgreichste Athlet in ganz Europa. Mehr geht nicht. Drei Starts, dreimal Gold. Die deutsche Mannschaft freut sich mit ihrem Vorzeigeathleten. Mit Patrick Austin das dritte Gold bei dieser Europameisterschaft. Das am schwersten erkämpfte, auf jeden Fall. Und er hat noch zwei Chancen. Morgen, wie gesagt, 3 Meter synchron. Das Finale ab 16 Uhr, 2 Stunden davor schon das Finale. 10 Meter der Frauen. Beides in gewohnter, kompletter Länge. Hier auf Sportschau.de. 14 Uhr und 16 Uhr. Robert Harting ist ein Glücksbringer. Der kann gern wiederkommen, wenn Patrick Austin hier antritt. 2 Chancen auf 2 weitere Medaillen hat er noch. Also, morgen 14 Uhr und 16 Uhr wieder Wasserspringen. Heute bereits ab 18 Uhr live im Ersten. Die Schwimmentscheidungen drüben aus dem Velodrom. Dann begrüßen Sie Franziska von Almsegg und Ralf Scholz. Einschalten, dabei sein, spannenden Schwimmsport erleben. Schönen Abend noch.